Oh, 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 nicht in die Bomben reinrennen. Machen meine wieder nichts, oder was? Taste 4. Mach doch. Wir machen nichts. 4. Angriff. Die macht nichts, Alter. Hallo. Die machen nichts. Ja, Tag, Tag, Tag. Die macht nichts, meine. Tot. Namaste. Meine Freunde sind da und haben nichts gemacht, obwohl ich gesagt habe, du Hure, greif an und du Schwanz auch, aber die machen nichts. Super, hey! Toll! Ich hab das Gefühl, yeah. Du freust dich gar nicht. Yay! Was denn? Du klingst so nicht begeistert. Ja, gerade alles gut, nur gerade eben. Verstehe nicht, ich habe 4 Mobs, 5 Mobs dabei und die greift nicht an. Ist vermutlich gar nicht das Headset im Eimer, ne? USB der oder was? Audio, der Audioport von meinem, also der Audioanschluss von meinem Mikrofon. Das Mikrofon hat ja nochmal so ein Audio aus. Ne, für Self-Monitoring und so ein Shit. Ja. Und ich glaube, der ist im Eimer. Weil ich jetzt dasselbe Headset aufhabe, was da vorher nichts gehört hat. Das habe ich jetzt am Rechner direkt angeschlossen. Da hörst du was. Verrückt. Also, es ist nicht immer einfach, dich zu hören. Also, sei doch froh, dass du dich nicht hören musst. Ja, verstehe ich. Aber ich hätte jetzt trotzdem gerne lieber das Kabel nicht alles komplett wieder abgeknüpft, um es unten am Rechner mal eben kurz anzuschließen, ne? Ich hätte das gerne da verlegt gelassen, wo es lag. Dann musst du den Scheiß halt nochmal machen jetzt. Mhm. Da sehe ich dich. Nochmal kriechen. Meine Motivation diesbezüglich hält sich in Grenzen. Aber das Schöne ist, jetzt hört man dich und es ist alles in Ordnung. So. Ja, ich freue mich. Weißt du, wie das geht, dass man die andere wirft, die andere Sphäre? Ne, keine Ahnung. Aber ich weiß, wie das geht, dass ich jedes Mal, wenn ich irgend so einen Artikel über Palworld lese, dass ich da einen halben Herzattacke kriege, ne? Beziehungsweise Bluthochdruck. Ich habe doch keinen einzigen gelesen. Nix. Ich krieg hier ja ständig diese scheiß Artikel vorgeschlagen, ne? Hier von MMO, was weiß ich, mein MMO oder wie der Scheiß heißt, wie die tolle Seite heißt. Ja. Ne? Hm? Das Pokémon MMO. Oh mein Gott, ja. Jetzt auf einmal ein MMO? Diese Headlines sind alles. Naja, weil du kannst mit einer Gruppe in Dungeons gehen. Wird Nintendo klagen? Hat das Poke-MMO eine Zukunft? Ey, ich hab... Poke-MMO ist halt einfach ein komplett anderes Spiel. Ich hab halt null und nichts gelesen, was sowas angeht. Alter, ich werde damit voll gespammt, keine Ahnung. Ja klar, das ist Katastrophe. Befehl zum Angriff, denselben Gegner angreifen. Die Schmutzartikel habe ich auch nicht gelesen, aber mich regen die Headlines schon genug auf, ne? Ich lese ja nur die Headlines. Lese ich auch. Habe ich irgendwie geschafft, die Serie zu ignorieren. Und ich habe ganz vergessen, dass es auch GameStar gibt. Ich habe doch immer GameStar gesehen, ne? Jeden Tag auch im Stream und so. Ich habe kein einziges Newsvideo gesehen von denen. Keine Ahnung. Dieses Jahr noch nicht. GameStar ist doch auch so ein schöner, informative Webseite. Keine Ahnung, ohne da rein zu payen, kannst du einfach noch was auf der Website anschauen. Geht, oder? Naja, also da sind schon ziemlich viele Artikel in der Paywall, ne? Ja, das auch. Hab's. Mehr so bei Zeitungen sind Artikel in der Paywall, finde ich. Ultra heftig. Ja gut, hier, keine Ahnung, Regionalzeitung und sowas, das ist alles noch Paywall. Ist brutal, oder?
im Internet, ja, dass es sowas gibt. Das checken die das nicht, dass das halt nicht funktioniert eigentlich, oder funktioniert's? Ja, keine Ahnung. Es gibt ja genug Leute, die halt den Online-Scheiß abonnieren, ne? Aber kriegt man Nachrichten nicht umsonst auf der bei der Tagesschau? Für ältere Leute, die sowas aber lesen, oder Süddeutsche Zeitung in der Hand, oder AZ, CZ, Süd... weiß ich nicht, was alles gibt. Also ich lese schon viel der Regional-News, halt auch auf der Regional, ne? Von den Regionalnachrichten auf der Webseite. Aber ich habe halt ein hier Plugin, was die Paywall umgeht, ne? Das ist natürlich böse. Oh. Das macht man nicht. Das ist illegal. Nein, es ist nicht. Da. Nachrichten hinter einer Paywall verstecken ist illegal. Das ist kriminell. Siehst du, es ist dasselbe. Ja, das ist Petitions-Inter-Sache. Inter Mailand. Petitions, ja. Ja, yeah, Inter Mailand. Ist auch dasselbe. Ich kann dich nicht noch mehr anschießen. Du stirbst dann, du Sack. Komm gefangen, werd gefangen, komm zu uns in die Stadt und du wirst dich nicht frei bewegen dürfen. Nie wieder. Arbeite für mich. Okay. Irgendwas ist hier anders heute Morgen. Durch das Fangen kannst du so leveln, das ist der Wahnsinn. Ich habe einfach mal alles gefangen, weil ich wollte von vielen immer 10 haben. Und auf einmal level ich. Und wenn du ähnliches Level hast wie die Mobs, ist nicht mehr so schlimm. Außer du, die scheiß Schüsse kommen durch. Diese ganzen Chemiebomben sind immer doof. Wieso sind unsere ollen Viecher zu Hause alle depressiv? Weiß ich nicht. Ich meine, wer ist es nicht, aber die sollen sich nicht anstellen. Weil du nicht da warst. Ja, ich meine, ich habe mich ja auch vermisst, aber... Ich hatte ja die Stufe höher, so auf kurz vor Blizzard. Und ich wusste nicht halt, dass das Ding komplett durchläuft die ganze Zeit. Also es ist halt gestern bis heute Abend 14 Stunden auf so gewesen. Also auf diesen. Ja Gott, die kennen sich ja auch. Die stellen sich an, ne? Ich habe es auch wieder zurückgemacht. Und ich habe, wie du siehst, laufe ich mit mehreren Viechern rum. Dass sie halt nicht verschwinden. Du kannst mit 5 rumlaufen. Ja, hab ich vorhin gesehen, sehe ich nicht. Muss ich Browser für ausmachen für das Spiel. So, also raucht der Rechner. Dann schickt der Rauchzeichen. Das ist krass. Also, du tust einfach sie raus, also ihn rausholen. Und dann holst du einen anderen raus und dann bleiben die da. Habe ich 2 von denen. Einmal die. Für Daydream und Floppy. Für die habe ich das. Aber ich würde da gerne mit 4 Daydreams rumlaufen oder 5. Eher so 4 und einmal diesen Flieger. Aber ich habe davon nicht gefunden, so viele. Ich habe gefunden, einen habe ich getötet. Aus Versehen, und den anderen habe ich gezähmt. Wow, jetzt hat hier. Und ich verstehe auch nicht, warum meine Viecher nicht angreifen. Mann, jetzt sterbe ich schon wieder. Lol, du könntest mich ja jetzt holen. 60 Sekunden, ja, ich gebe auf. Also. Ich habe ja gesagt, mein Ziel angreifen. Machen sie nicht. Weiß nicht warum. Sie vorhin auf ganz aggressiv gestellt hatte, ging es dann irgendwie. Ein Boss habe ich noch besiegt, diesen so ein. So wie bei Elden Ring. Schon wieder. Du gehst so eine Steintreppe hoch. Yo, ich spawn und wird angeschossen. Oh mein Gott. Moment, ich muss kurz laufen, ich kann gar nicht erzählen hier. Du gehst so eine Steintreppe hoch. Dann ist alles voller Steine. Oh, da sind Jäger. Ich kann hier gar nicht hin zu meinem Loot. Lol. Und dann ist in der Mitte so eine Art Knopf zum Rücken, wo du dann dich runterporten kannst. Was immer bei Elden Ring ist. Mhm, mhm.
Kann das schlimm, schwer erzählen, weil... Oh! Ich, wenn du bei diesem einen Ding hier spawnst, wirst du dort angeschossen. Beim Spawn schon. Du spawnst auf der Statue, zack, hast du 50% Leben. Oder 40, oder 20. Hast du schon zerkleinerer gebaut? Ja. Das steht auch draußen irgendwo, glaube ich. Was macht denn der aus Holz? Das muss aber, weiß ich nicht, Steine tut irgendwie umwandeln in eins ins andere. Ach, dann macht er Holz, aus Holz macht er Fasern. Ja, macht er? Ja, ja. Das Ultra. Geil, ich habe ein Ei gefunden. Das ist natürlich geil. Weil die haben wir ja so selten irgendwie. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, die Eier müssen auch gleich fertig sein. Die nächsten. Oh, jetzt laufe ich an zwei von den Tieren vorbei. Hey, wie soll ich zum Loot kommen, Alter? Darf ich schwimmen? 22 Minuten und 15 Minuten. Ich habe da sogar Alexa gestellt, aber du musst ja gar nicht dabei sein. Du gehst halt einfach hin und holst es raus, wenn es fertig ist. Ich dachte, das musst du dabei sein, dass es halt rausfällt und musst du so capturen wie bei Aki Daki. Aber krass, dass der Server weitergeht. 2000, Steine, Holz und sowas. Ne. Dodgen ist manchmal komisch. Im Spiel ist es gar nicht bei dir, okay. Und dass sie halt doch nie nachlädt, ne? Nur wenn du nochmal schießen willst. Oder du R drückst. Ja, aber wenn du dann dodgst oder sowas, dann hört sie wieder auf. Ja, ich muss wieder nach Hause reparieren. Wie umständlich. Brech. So, ich kann jetzt das Ding bauen, dass wir weiterkommen. Muss ja kurz mich reparieren und ist der andere tot, ne? Aber krass, dass du dann wirklich diese Polster rauslassen kannst. Oder in die Hand nehmen, dass du nicht willst. Und maximal Pauls, glaube ich, standen 15 beim Server, dass es geht, dass die draußen sind in der Basis. Ich habe es mal auf 20 erhöht, aber wir haben den erst bei 11 oder so. Ich hoffe, ich kann da noch mehr machen. Dann haben wir Millionen hier arbeiten. Tag habe ich auf 0,75 gesetzt, also dass er langsamer läuft. Und Nacht brauchen wir. Nacht habe ich eigentlich so gelassen. Man, die brauchen ja die Nacht wegen den einzelnen Balls. Ja. Das ist ja wichtig. Aber immerhin den Tag ein bisschen verlängern. Ob das jetzt hinhaut, weiß ich ja nicht. Sagt mir ja nichts. Ich habe einen Callclaw. Stammwüchsiger und Workaholic. Der zwei Perks. Krass, was ist mit dem? Level 18. Callclaw. Hier. Mal lesen, was der kann. Und es müsste eine Suchfunktion geben hier bei diesem... Pauls. Wie sagen denn andere das? Pals, Pauls, Pimmel? Oh, da kann ich schon mal. Paulslaw suche ich jetzt. Hier. Kann mühelos einen Menschen greifen und mit ihm davonfliegen. Tendiert allerdings dazu, ohne Vorwarnung loszulassen, wenn es müde wird. War ständig zu tödlichen Abstürzen. Umsturz und Verabschiedung. Dein feuchtes Eye-Timer ist zu Ende. Dein feuchtes Eye-Timer ist zu Ende, sagt mal Alexa währenddessen. Alexa? Alexa?
Stopp. Mein feuchtes Eye-Timer ist zu Ende. Ja. 11 Minuten. Ja, das andere dann. Links. 20 Minuten. Okay, dann habe ich ja. Ich habe es jetzt 7 Minuten früher gemacht, genau. Und das andere war kurz unglücklich wegen Feuer. Also lange Zeit. Wenn dieser Palantir. Ja, ich bin halt auch unglücklich bei Hitze. Die sollen sich halt nicht so anstellen, die Viecher. Die Wichserei. So schön gebrutzelt werden im Ei, weißt du? Wenn dieser Palme im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Beim Gleiten bleibt eine Hand zum Schießen frei. Okay. Achso, ich habe Gleiter Rang 2. Ich wollte mir den bauen, aber ich habe den irgendwie, kam was dazwischen. Der ist anscheinend schneller. Und ich habe diesen einen Tisch da umgestellt. Damit ihr direkt Zugriff habt. Du wisst, wo man immer nicht dran konnte. Ja. Ich konnte nicht mehr dran. Also gar nicht mehr. Ich hab's probiert, auf 1-2 Minuten hat's mich genervt. Ich brauche jetzt Phasen. Wie mache ich das jetzt hier? 400 Phasen hast du bestellt. Ja. Da muss halt so ein Wassermann, da muss das mal wässern. Aber der gönnt jemand Päuschen. Ja, der hier. Der Elefant. Warte mal, wir haben doch noch so einen. Wasserfuzzi? Ja, das ist ja so ein Bewässerungsveranstaltungsdings da. Ja, wir haben noch viele von denen. Wir machen mal kurz das Schweinchen weg. Hier. Noch so ein. Ja, okay, der kommt aus der Box. Aktion, der geht, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, komm, dann gehen wir auch pennen. Erste Aktion, der kommt aus der Box. Oh mein Gott. Die machen mich fertig. Ich glaube, wir renovieren hier gleich mal ein bisschen im Lager. Schaffen wir ja ein bisschen Ordnung. Kannst du machen. Und auch nur die neuen Kisten noch. Die haben mal mehr Plätze. Ich glaube 24, die alten haben hier nur 10. Wie sie wollen. Ich peile halt den Kühlschrank nicht, wie der funktioniert. Benötigt Kühlung. Wie? Muss dann immer einer dastehen und kühlen die ganze Zeit? So ein Pal? Wenn da steht, benötigt Kühlung, wird da wahrscheinlich irgend so ein Frostvieh. Muss der die ganze Zeit da stehen? No. Achso, und ich habe einen neuen Herd hingestellt, ne? So ein Grill. Dem können wir alles machen. Buffhut sogar. Jetzt fängt das auch noch an mit dem Spiel, ey. Ich bin, seitdem ich WoW spiele, hasse ich Buff von jedem Spiel. Oder gespielt habe. Wie auch immer. Zu viel Organisation dann. Ich habe marinierte Pilze, da hast du dann Verteidigung plus 10%. Was ja okay ist. Am anderen ist der heiß, kalt, dann ein bisschen mehr Tempo. Und was ich gesehen habe, es gibt ganz, ganz viele kleine Gebäude, die du dir in die Basis stellen kannst, um deine Pals zu buffen. Mehr Tempo, mehr was weiß ich, alles mögliche. Ganz viele Gebäude gibt es. Und ich frage mich, wie soll man die überhaupt hinstellen überall? Das ist ja krank. Aber schauen wir da, wenn es soweit ist. Ich habe nochmal runtergescrollt in der Liste. Naja. Sind aber trotzdem ultra anfällig von Schüssen der ganzen Viecher. Du hast ja gesehen, diese grünen Tanten da, die fliegenden, wenn die mich treffen, bin ich RIP, so oder so. Ja. Aber ich mache ja zumindest gut Schaden, weil ich bin ja höher im Level. Was ich gesehen habe, du kannst mit der Enddatenpistole, kannst dich bewegen, wenn du überladen wirst, ne? Also wenn du komplett Stillstand hast, ne? Ja. Aber alle 10 Sekunden einmal so doof bewegen? Ja, aber wenn du halt einfach, du bist zu weit von der Kiste weg und willst es reinpacken, ne? Zieh ich die Kiste zu mir? Ja, gut. So schon hier in der Nähe, aber... Ja, ist jetzt nichts für das große Feld, ne? Nee. Okay, gut. Wie kriegen wir die denn von depressiv auf normal? Müssen wir mehr diesen Luxus bauen? Ah. Dieses Hot Tub baue ich nicht noch ein, oder?
Bären sind jetzt hier, deswegen hat er Hunger. Okay, gut, gut, gut. Ich wollte Waffenwerkbank bauen. Brauche ich noch neue Nägel. Ich habe doch hier Nägel bestellt, sind jetzt endlich fertig. Habe ich. Und dann können wir noch ein paar, glaube ich, mehr haben. Der hilft. Wieder Upgrade. Die können wir ja drin haben, bauen hier. Oh, krass. Das sieht ja, also das Schema schaut schon geil aus. Mit richtiger Waffen da hängen, so wie ein Waffenschrank. Lol, okay. Ja, dann geh doch hier irgendwo hinzubauen. Hallo. Wie weit muss ich denn noch von Ding weg? Weil diese zwei Säulen hier sind? Hä? Wie weit muss man hier von der Wand wegbauen? Muss man ganz weit weg von der Wand bauen, wie doof. Dann ist ja noch schief. Ist die nicht verkehrt rum? Doch, warte. Aber die stellt sich ja so hin, deswegen muss sie ja so weit weg von der Wand. Das verkehrt rum ist aber so auch. Trotzdem geht sie nicht näher an die Wand. Hallo? Hey, Bank. Yo, Bank. Ja, ich stelle sie jetzt hin für den Progress. Einfach für den Progress, wichtig. Krass mit dem Depressiv hier. Rezept wählen. Okay, hier kann man halt jetzt speziell diese Spitzhacken alles so herstellen. Metallaxt, Steinaxt, gut. So. Kann ich unser Dorfzentrum aufwerten? Wir haben jetzt 11. Und wir machen auf 12. Yay. Baue Paul Flauschbett. Was? Ist das besoffen oder was? Angriff? Schon wieder? War noch eben da. Ich glaube, die Glocke ist eh noch richtig geläutet. Wo ist die denn? Okay, die Glocke ist gar nicht mehr da. Ich wollte gerade läuten. Dann mache ich auf 4 und Befehl zum Angriff. Okay, beim letzten Angriff ist die kaputt gegangen. Da waren ganz, ganz viele. Da waren ganz viele, sage ich dir. Von diesem mit den Kapuzen, dieses Assassin's Creed Viecher. Jetzt sind's die da. Okay, hat nicht nachgeladen, meiner. Da ist so viel Krieg. Man sieht doch gar nicht. Muss mal kurz hier irgendwie. Oh, okay, du machst ja mit diesem Viecher. Okay, gut, das war's. Noch mehr? Nö. Hast du gesehen, dass diese eine Tante in dem Gehege lauter Pfeile, Geld und Pokéballs liegt? Ja. Ich habe mir gedacht, wir holen mal von denen als Spaß 10 und lassen mal 10 Minuten da die 10 legen. Schauen, was da passiert. Ja. Aber es ist so viel, das passt schon. War lustiges Ding. Du musst mal Wetten bauen, ne? Ich muss die halt lernen. Ich weiß nicht, ob ich die schon kann. Ich muss gucken. Meistens ist der Progress immer zweiter Level weiter dann. Ich habe jetzt den letzten Progress freigeschaltet. Windmunition. Gigasphäre haben die sogar schon. Oh, die ist voll.
und Schwerrüstung beschädigt. Mann, immer kaputt hier. Achso, ich konnte keine reparieren schon vorhin wegen Fasern. Hat jetzt irgendein BP-Ger Faser gemacht hier? Ach, der Pimmel spritzt die ganze Zeit, ist darum. Passt 100 Fasern, 118 Fasern. Läuft. So. Was ist jetzt hier? Ja, können wir die Betten da mal rein. Kriegt es noch Zugang zum anderen Haus, oder was? Ja, können wir hier die Betten reinstellen, dass sie ein bisschen geordnet sind von den Viechern. Ach, geht das überhaupt in irgendwo rein? Ich dachte, es geht nur drauf hier. Ich kann... Geht das nicht irgendwo rein? Ja, doch, geht. So, also wir müssen mal kurz lesen. Baue Paul Flauschbett. Setze ein Paul für Arbeit im Lager ein. 11 von 12. Ach so. Ich bin noch ein Platz hier, warte. Dann kann ich ja den einen zurücknehmen von eben, den ich rausgetan habe. Was habe ich denn rausgetan? Das Schwein. Brauchen wir noch Holz? Der hat nur Holz gemacht die ganze Zeit. Nee, der hat Steine gemacht. Bin ich genug Steine? 600? Der macht aber noch andere auch Steine. Was können wir denn noch sinnvoll? Wir haben mittlerweile schon Level 2 Transportdinger hier. Oh. Ja, verreckt mich jetzt schon auf. Ich wollte gerade das zweite Bett nehmen stellen. Da stellt sich genau hin, wo ich das Bett hinstellen will. Ja, der hilft ja nur. Sei mal nicht so. Hast du gesehen, wenn du eine Taste gedrückt hältst, kannst du in Reihe bauen, ne? Also dann musst du es nicht einzeln machen. Irgendwie. Ja, die sind vollgebaut. Oder was? Ja, genau. Dann geht er, ich glaube, dann geht er einfach nur nicht aus dem Menü raus, aber es snappt da trotzdem nichts oder so. Oh Gott, wie die Viecher sich nicht mal verziehen. Paul Flauschbett. Ja, wir müssen eh neue Betten bauen, aber vom Skill her, glaube ich, ist das erst später. Ich guck mal. Bin bei 20. Was ist denn das? Metallrüstung. Zement. Muskete. Hier, Level 24 erst ist das. Ja gut, dann kann ich die Betten hier ja noch. Hier brauchen wir 12, ne? Ja, jetzt genau 12, jo. Moment, die vor. Ich hab's nie wieder geschafft, dass zwei Füchse an beiden Öfen halt rummachen. Das ist eh das Beste, wenn du immer nur eins hast. Anscheinend. Da kommen nie wieder so zwei Füchse hin. Dass ich sie hinschmeiß, gehen sie weg. Was jetzt? Also. Ja, sonst passt alles soweit. Ich bin heute nur beim Schneiden eingenickt. Das ist mir nie passiert im Leben. Ja, natürlich. Ich habe teilweise mit Augen zugeschnitten, nur so halb offen. Aber ich habe es schon richtig gemacht, schon geklappt. Aber ich bin halt kurz da eingenickt währenddessen. So Sekundenschlaf. Naja. Einfach mal gewusst, ich muss jetzt die Tasten drücken, die nächsten drei, und währenddessen die Augen zugemacht. Muss man eine Nacht durchmachen als Cutter, oder? Kennst du das Meme? Ja. Na klar. Na sicher. Immer mache ich das. Na klar. Ach so. Moment. Headset-Wechsel.
Schön gesagt, am Ehrenamtlich am Arbeiten. Ja, wenn nicht so wie dann, ne? Nochmal? Ich hatte da gerade jetzt erst wenn, fertig. Wenn nicht so wie dann. Jean-Claude Van Damme. Jetzt weiß es. Oh, ich habe mittelgroße Palseele. Ah ja. Irgendwas freut sich bei dir, die kloppen die ganze Zeit. So, okay. Das habe ich so viel noch in der Tasche. Ist der ein Bett auf Stein oder was? Die so auf Stein klopft die ganze Zeit. Auf jeden Fall stehen sie gerne im Weg. Machen sie hauptberuflich. Ja, ich genieße deren Gesellschaft. Ich mag das. Weißt du, wenn ich was von denen will, wenn ich will, dass sie beim Craften helfen, da kommen die Bastarde nicht vorbei. Aber jetzt, wenn sie ihr Bett bauen sollen, da sind sie alle ganz schnell, oh ja, schlafen, toll. Das ja, und generell bei Gebäuden sind sie instant alle da, weil ich glaube, das können sie halt alle. Das hat, irgendwie hat das schon seine Gründe, Fragezeichen. So. Wie geil sich das anhört. Wir helfen drei Stück oder so mindestens, oder? Alle. Die ganze Sammlung ist da. Ich könnte so viel Brot backen, ey. Mach ich gar nicht jetzt. Okay. Achso, kann ich jetzt die Rüstung reparieren? Ich habe vergessen, dass ich das machen wollte eigentlich. Hier habe ich. Ja, dann haben wir ja draußen ein bisschen mehr Platz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind hier alle aufeinander. Saugeil. Okay, ist schon besser so. Können in der Scheune schlafen. So, ist richtig so. Ja, die müssen hier nicht wie die Obdachlosen rumlungern. So, was gibt's denn hier für ein blaues Ei? Hey, wieder so ein Wasserviech. Das Wasser, aus dem man dann auch rauskam. Haben wir schon, oder was? Ja. Es ist halt so, dass das halt nur für einen geht, gell? Was könnte das sein? Also, das kriegst jetzt nur du, glaube ich, den Paul. Wieso ist dem schon wieder kalt? Ja, das ist ein anderes. Die hängen 28 Fackeln dran. Ich weiß nicht, ob die zählen. Ach, wurden die Fackeln nicht fertig gebaut? Ich habe sie mehrfach hinstellen müssen. Sieht schon geil aus, wenn man so hier schaut. Aber die ganzen Fackeln bei dieser Wand, die sind alle nicht mehr da. Ja, weil ich die Wand abgerissen habe. Ah, ich dachte, weil sie nicht gebaut haben. Ich habe die oben auch platziert. Weil das vorher alles Fenster war. Möchtest du das auch nehmen, oder was? Ja, komm, ich finger das auch an. Habe ich auch mal ein kaltes Ei. Ein cooles. Ein gefrorenes. Etwas kühles dem hier. Was soll denn das? Wieso achtest du nicht auf diese Leute hier? Ja, was soll ich machen? Das mit Feuerpfeilen beschießen, oder? Ein Lagerfeuer bauen. Oder bin ich kein Lagerfeuer, oder was? Du hast ja auch drüben so ein Lagerfeld gebaut für die Pauls, also kannst du ja auch mal, ne, Feuerfeld sein. So. Ausgerüttet, ah, musst du F halten. So. Gut, komm, bei Fuß. Dann tue ich das nächste eingefrorene Ei mal rein. Das ist das eigentlich das gleiche. Ach, hier ist ein Schindel drin gewesen. Ein was? Shit? Der Schindel. Oha, der Boss, geil. Ja, okay, das ist ja so ein Frierfutzi. Kann der nicht mal hier anhauchen, diese kühle Box? Oh, warte mal, was kann ein Schillet? Der ist ja doch zu fett, hier kommt ja nicht hier rein. Ja, Schillet hat so ein Eisding auf jeden Fall. Ja, weil halt. Ja, klar. Das ja schon, aber halt für sowas hier macht ist. Ich suche
Ja, wir packen mal den weg, um es auszuprobieren. Loppi. Aquajet. Packen wir mal hier so ein Katzenvieh weg, oder wen? Ach, Element. Ja, eins von den Franzosen. Ja, mach es weg, machen. Oder den zweiten Elefant. Ach nee, der eine macht die Fasern, ne? Ja, ja, ist wichtig, wichtig. Eine Fasern, andere zu gießen. Gut, dann kommt mal so ein Chillet her. Achso, du hast du den weggemacht. Ich dachte, du hast diesen scheiß Fox weggemacht hier. Also macht er nichts. Die sind der Feuerfox. Ja, genau. Du hast diesen Chattiver weggemacht, oder? Die helfen halt überall mit. Das sind halt die Multidinger. Die sind halt saugeil. Lieber so scheiß Feuerfuchs weg, die brennen eh nichts, die Pixel. Ja, können die jetzt. Chillet macht jetzt den Kühlschrank. Ja, schon, oder? Ja, hier, guck, der chillet hier. Oha. Verstehst du? Leute, der chillet hier. Oha, die halten jetzt 384 Minuten. Und der muss jetzt immer hier sein, oder was? Ja. Und wenn er schlafen geht, dann taut's auf, oder wie? Schön. Gut, dass er direkt neben dem Feuer auch ist. Angenehm. Okay, jetzt kann ich hier die Sachen endlich mal kochen. Und die gehen dann nicht kaputt. Aber ganzen Spot für den Scheiß. Ach, das ist der neue Level 1. Ja gut, dann kann er da bleiben. Ja eben. Geht der auch nie schlafen? Ja. Der schläft ja eigentlich, also. Wollte ich gerade sagen, der ist ja in der Dings, in der Kältebums, weißt schon, in so Kyrokammern. Eigentlich. Ich meine, würde mich so voll nerven, wenn neben mir einer grillt, aber okay. So eine schöne Pfanne hier. Main. Super. Die Pfanne gönnt sich ein Päuschen. Ja. Yeah. Okay, das knackst du die ganze Zeit, dass das Eiswehr. Okay, krass. Als ob man auf Eis spazieren gehen würde. Oder wie? Also um so einen See, was dann knackst das Eis. Okay. Ich habe diesen Pilz in der links da 19 Minuten 45. Tue ich ihn mal rein. 236 Minuten. Das Ding ist, wenn du halt weggehst und morgen wieder kommst, sonst mal alles kaputt. Nö. So oder so. Ja, dann. Ich sag dir ehrlich, zwingend notwendig ist es nicht, aber es ist geil, dass es funktioniert. Wissen wir schon mal. Just for the lulz und try and die und ja, weißt ja. Ich geh noch ein paar Pocket-Dinger fangen hier. Hier liegen ja noch mehr Sachen da unten. Wollte halt von den meisten 10 haben, weißt du, nicht im Bonuskrieg. Ja, klar. Und das war mein ursprüngliches Ziel. Habe ich die jetzt mit, die Kleine? Ich habe den Cole auch, okay. Voll vergessen. Nehme ich gesehen, dass man so gut leveln kann beim Dingsen. Wollte ich es weitermachen hier. Ich brauche meine, wie heißt sie? Die Liebe hier, Floppy Disk, ist das die? Der Floppy Disk, glaube ich, ist es, ne? Ist das die immer draußen ist? Muss ich mal kurz rausholen. Dann hole ich den. Ja, ich habe jetzt drei von den fliegenden Schattenviechern und Floppy Disk dabei. So Nightwing halt auch. Nee, ist anscheinend die falsche, weil die geht. Hallo? Ich weiß nicht, Floppy oder Flixi? Keine Ahnung, irgendwie. Nee, es ist die nicht. Welche ist denn das jetzt? Bist nicht du das? Wo kann ich sehen, was für Geschirr ich habe? Mal kurz gucken bei der Technologie. Oh,
Floppy doch, Floppy Halsband. Floppy, dann dürfte sie ja gar nicht weggehen. Dann nicht immer, so richtig anscheinend. So, Floppy hin. Den Fliegefuzzi hin. Floppy taucht hinter mir auf, jetzt passt. Der Fliegefuzzi wieder weg. Passt. Es ist halt nur ein bisschen nervig, weil die alle hinterher fliegen. Deswegen würde ich gerne eine Zoom-Stufe haben. Ich habe den Vorwurf auf 90 gestellt. Ja, das ist ja okay, aber auch die Entfernung auf 2 beim Reiten. Aber die sind trotzdem so alle Elden Ring nah am Arsch hinten bei mir. Nein. Das Killen bringt irgendwie nichts, oder? Ich dachte, ich kann dann die einfach nur weg. Ich dachte, ich kann die dann die Seelen, den Seelen links da rauben. Irgendwie. Das Killing was bringt. Ich will es hier nicht anbumsen. Ich gehe nochmal hau, bist du tot. Ja, so wie jetzt. Alter, der Chillet verpisst sich einfach vom Kühlschrank. Weil er sagt, weil er auch gärtnern kann. Oh. Ja, und dann ist es noch gekühlt? Gar nicht mehr, oder was? Nennt er mal eine Zeit lang? Geht nicht. Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen. Ha. Jetzt muss nur schauen, wie die Haltbarkeit ist von den Viechern, denke ich. Ja, ja, er liegt ja jetzt wieder da. Hast du es ihm gesagt? Noch extra? Nein, das ist von alleine wieder hingegangen. Ah, okay. Verwirrend. Der muss ja aber auch mal schlafen oder so bestimmt. Zum Mist. Oder er schläft. Du kommst raus. Hä? Aua. Das ist wirklich schwer zu fangen, oder was? 6 von 10, okay. Oberbergmann. Irgendwie fange ich jetzt irgendwelche, die haben wir 2 Stats. Ich habe mich mit dem Mammut mal so als Spaß angelegt. Nur mal so ganz. Du wurdest direkt flachgelegt, oder? Ich bin halt abgehauen mit einem Vogel. Man kann sogar im Kampf den benutzen. Sogar in einem Dungeon geht das. Tja, wild. Ich bin weggeflogen dann. War schon fast down. So ein Prozentchen war noch da, aber konnte zum Glück weg. Also gar keinen Schaden gemacht. Ich habe also, der hat auch den König-Boss einfach gerippt. Obwohl der eigentlich immer alles kaputt macht. Easy. Und bin dann weggeflogen. Ist halt noch ein bisschen zu hoch. Ja. Aber wir kommen ran. Man kommt ran. Ich glaube, die Pinguine müssen auch Eis können. Wir müssen den Chillet gegen Pinguin tauschen. Weißt du, die Pinguine haben ja auch das Eisding, oder? Nee, was haben die? Wasser und Eis? Beides? Naja, müssen ja. Zumindest in Real Life. Allein schon wegen der Größe. Dass wir nicht so einen Schlongbomb da haben. Tausend Füchse hier. Die alle weglaufen. Was hat er? 100%, da können wir ja gehen. Auch nur 4 von 10, krass. Ich habe ja irgendwie nichts hier. Egal wie ich laufe, land immer hier irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht muss man sich ja wirklich umziehen, je nachdem. Ich meine, bei Bosskämpfen verstehe ich das ja. So, Widerstand gegen Eis, Frost, Feuer. Gut, Eis und Frost ist halt doch ein Unterschied. Aber
dass man sich bei der 1 im Mobs dann umziehen muss und sich Kleidung mitnehmen muss. Aber ja, es ist halt so, dass es eh nur, glaube ich, ein Inventarslot ist. Was geht hier dann? Sieben? Weißt du nicht, kriegt man bei den ersten 10 halt mehr XP und nicht erst, wenn man 10 abgeschlossen hat, so ein Abschlussding, so wie ich es verstehe jetzt hier. Ich dachte erst immer nach dem Abschließen, aber anscheinend gibt es plus XP hier. Also es gibt kein Settings für Gewicht so direkt, habe ich gesehen. Mhm. Weil der ganze Lager läuft einfach wegen einem Schaf. Ein böses Schaf gekommen und ist, hat sich die Wolle rausgezogen, rupft oder wie? Ich brauche für solche Trips den Wolf, der ist voll geil. Der Wolf ist cool. Denn der ist ziemlich schnell. Dann kannst du schön galoppieren. So ein bisschen an Smalllands erinnert mich das trotzdem. Auch noch. Naja. Arktische Tracht. Ach, dann muss man das halt nicht. Dann muss man den Skillpunkt da nicht hin tun. Wie bei Argo, den scheiß Blaupausen da. Ah, so. Weil man nicht genug hat für alles. Wieso kommt dieser Clay-May da nicht hin? Kann ich ins Wasser oder töten nämlich? Das ist so eine Art Mantis oder sowas. Oder so fliegende Mantis? Ah, jetzt habe ich einen gepult. Oh, es kommen alle. Lol. Wow, okay, die schießen wilde Sachen. Nicht dann meine sagen, dass sie Befehl Angriff, okay. Wohin schießen sie denn? Dann nicht dahin. Also warte. Das da denselben Gegner. Gibt's nicht ein Shortcut, wo du sagst, hey, da muss man echt die 4 drücken und dann schießen sie auf den Punkt, wo du das Target hast beim Drücken des 4s? Ist doch Blödsinn eigentlich, oder? Weil dieses Kreismenü ist immer im Kampf zu drücken sehr, sehr anstrengend. Ich habe einen Keller Ray. Keller Ray. Was ist das? Keller Ray. Wasserviech. Hier. Lässt sich vom Wind tragen und reist nach Lust und Laune umher. Finden sich zwei dieser Pauls an einem Zielort, endet die Reise der beiden. Das ist ja süß. Kann bewässern und Transport. Wenn dieser Paul im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Keller Ray ist dabei sehr ausdauernd und schnell. Apropos Gleiter, ich habe meinen zweiten nicht gebaut. Scheiße. Pennen jetzt alle hier. Was ist das hier? Grüner Busch. Capriti, haben wir den schon? Level 11? Ja, ich habe ihn getötet.
Aber wenn ein Schuss halt so wenig macht und dann Capriti-Fleisch. Ich glaube, dass wir den schon haben, kann sein. Wer ist denn ein Fixie? Tot. Süße. Cool. Das sind echt wichtig, diese Liv-Munk-Statuen, ne? Da kannst du pushen deine Fähigkeit, dass die Balls besser laufen. Balls pushen Main, oder? Ja. Da-da-di-da-da-da. Okay. Oh, da sind sie! Shadowward Pain ist hier! Geil! Let's go! Ich meine Daydream, das ist das gleiche. Schattenheld, irgendwas. Yo, mit einem Schuss von der Range getötet. Entschuldigung! Hm. 60%, komm. 81, komm doch nicht raus. Du hast noch ein bisschen Leben, aber wenn ich noch einmal bums, dann ist vorbei. Du hast schon noch 20% oder so. Hab ich. Und jetzt noch einen, damit ich mit dem Fünfer-Team los könnte. Wer ist denn das hier im Wasser? Ist das so eine... Das ist meine, lol. Also die kommen schon echt nur nachts hier. Daydream und Depressor ist nur nachts. Ich habe noch keinen Depressor gesehen am Tag irgendwie. Wenn ich im Spiegel sehe, Depressor am Tag. Ja, der Muffi-Schlumpf. Einen habe ich, zwei habe ich. Der Presse da hinten, ne? Ich glaube, ich spinne. Level 3. Will mich da anbumsen. Okay. Ein Depressor habe ich 10. Yay. Es ist halt ultra dunkel hier. Oh, das ist krass. Das Feuer, etwas kühl. Wie, ich hab das doch dahin getan, okay? Ja, ist eben trotzdem kalt. Wohin ging's? 2080 Schaden, one hit. Yo, meine Güte. Ich hau die jetzt mit der Fackel hier, dann kann ich zumindest hier sehen was. Und ich nicht so viel Schaden mache mit der. Hauen Main. Oh.